Kann ich das wieder wegmachen? Ich bin Ingenieur. Das ist cool. Hubbelidu. Oh, das ist cool. Ingenieur ist halt, wenn ich Ingenieur bin, kann ich wie ein Imposter, wie ein Böser durch die Vents gehen. Das ist manchmal sehr, sehr hilfreich. Ja, man darf halt natürlich sich nicht erwischen lassen, weil sonst ist es ungünstig. Was ich machen könnte, ist. Was? Ja, Hm. moin. Der Käsekuchen wird schlecht. Okay, das muss aber während Lichter aus waren gewesen sein. Caro, wo hast du Cheesecake gefunden? Caro? Caro, du Sind bist wir noch stumm gut? geschaltet. Ja, Caro. Ja, lass sie doch erstmal einen Knopf finden. Achso. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe gerade die Map Nicht schlimm, konsultiert. schieß einfach los. Ich habe ihn in Nee, Caro, schieß Communications los. Wo gefunden. liegt der? Wo liegt der? Entkommst? Entkommst, okay. Communications. Ich war oben links bei Electrical. Ja, das kann ich bestätigen, ich habe das Hab ich schon gesehen. gesehen. Ich war mit Habe ich Stefan gesehen, ja. unten links beim Wasser Genau, auffüllen. Er hat, genau. glaube ich, Rad gedreht und ich Lichter war. aus. Während Lichter aus war ich noch vor Electrical bei diesem Pinöppel-Gedöns Flammi hier und war bin einfach dann noch im Raum. runtergelaufen. Ich Also wenn habe der Nick und Kill. Ultraschall Ja. Electrical gesehen, bin dann runter in Comms. Ich hatte gedownloadet und wollte dann in Comms uploaden und dann war die Tür war zu gewesen. Ich habe die Tür entriegelt und dann lag da die Leiche. Skyler, wo Also kommst bei du her? Lightouts ist er gestorben. Ich war in Lifeline und dann wollte ich rausgehen. Dann kam Matty mir entgegen. Wollte ich nochmal zurückgegangen zu Lifeline. Ich habe Kannst du gesehen, nicht aus? dass Skylar Alex rausgegangen ist vom Office. Ich bin am überlegen, kamst, also ich meine, es war Licht aus, warst du nicht von Ich unten? war. Nein, ich war in Lifeline. Okay. Er ist an Lifeline gestorben. Also Ja. nicht an Lifeline gestorben, er ist während Lights Out gestorben. Das konnte Mal ich an der Lifeline so nicht. eine ganz doofe Frage. Wer da kam von oben, wo ich den Tank aufgefüllt habe, kam noch wer? Wer war denn das? Ich weiß nicht, ob Stefan das auch gesehen hat, Ich ganz hab's oben am kurz Rand gesehen. gesehen, aber ich kann es nicht Bei erkennen. oben Electrical? nicht direkt, aber ich bin unten in O2 rein tatsächlich und bin da zu Also, diesem ich bin auch. Gasflaschengedöns. Also ich bin dann zu dem War Baum das gelaufen. wahrscheinlich Selina, die wir gesehen haben? Ja, das kann gut sein. Also ich Bin, kam nicht von ja. oben, sondern halt von unten, Nee, aber ich kann halt ja, auch ich nicht kann dann, ich komme genau. dann ein bisschen später nach unten und bin zum Baum. Das. Ich habe sie erkannt, aber ich bin jetzt in der Hand eines Morphlings, bin ich jetzt von ausgegangen, es hätte auch wer anders sein können. Nein, das war diesmal wirklich ich. Und ich wollte auch nicht gleich wieder gegen sie schießen, sonst heißt das nachher, der kann sie nicht leiden. Ach, Deswegen. alles gut, Flammy. Also, Nee, nicht, also von Matty daher. ist während Lights ist er ja in Office reingekommen. Wenn sie in Comms liegt, könnte er es ja theoretisch sein. Incomes oder vorkommt. Also ich habe dabei, also als ich in Comms Drinnen. vorbei war, habe ich keinen gesehen. Ja, Ja, drinnen. Comms. Incomes, nee, da war ich nicht. Dann kann ich auch nicht gesehen haben. Wir hatten Comms. Nein, Nein, es ist Incomes Communication gestreamt. ist der Raum. Da ist es wohl Genau, gestorben. da kann man Achso. so einen Upload machen. Achso, okay. Okay. Dann gucken wir mal. Du, 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 du. Ich habe jetzt noch ein paar Aufgaben hier, ne? Zack. Aber dann erledige ich mal ganz schnell hier die Aufgaben. So. Das Problem ist, ich glaube, ich brauche mal. Ich brauche, weiß nicht, wohin mich die Vents immer führen. Mach mal ganz schnell die Lichter wieder an. Hier sind. Ah.
Harry, wo kommt der raus? Also ich würde sagen, Matti ist unschuldig. Ja, yeah, ich bin mir noch nicht sicher. Das sehe ich auch. Denkt ihr wirklich, dass er unschuldig ist? Wo hast du ihn gefunden, Haribo? Hier Ding an Security erstand oder hat wohl in die Camps geguckt. Aber nee, mir hat niemanden gesehen, der mir entgegengekommen ist. Da, da oben bin ich nicht mehr. Also ich war mit Selena und Nick in O2. Dann gehe ich noch kurz zu. Ich bin dann mit Stefan weitergelaufen und du bist dann bei den Rittern da, oder? Ich war mit Ultraschall kurz vorher. Was heißt kurz vorher? Also Stefan steht jetzt wahrscheinlich beim unten da bei den Rädern bei Office. Yep. Also ich habe Stefan zuletzt bei O2 gesehen und Nick auch. Und jetzt habe ich zum Schluss noch Ultraschall unten gesehen bei O2 und bin dann hoch Richtung Security gelaufen. Könnt ihr euch komplett rausnehmen für die letzten 2 Sekunden? Nee. Weil der Kill ist 2 Sekunden ungefähr alt, stand an der Lifeline. Nick kann ich herausnehmen, ja. Der kann. Bei mir war, also glaube ich, gar keiner. Einer von euch in der Tour gewesen sein. Vermutlich, ja. Ich bin bloß an Caro vorbei, also ich war am Download da mit Ultraschall, der muss ja dann runtergelaufen sein nach O2. Und ich bin von da aus rübergelaufen ins Büro zum Wasser auffüllen. Und da lief mir noch Caro über den Weg. Was die Option ist, weil Haribo ist von oben rein in Security, ne? Und wir waren unten. Also die einzige andere Option wäre Vent. Das wäre die einzige andere Option. Aber sonst muss es einer von uns sein, ja. Also entweder Stefan, Ultraschall, Flammi war auch da, oder? Nee, ich war nicht mehr da. Flammi habe ich noch gar nicht mehr gesehen. Also Flammi, wenn ihn irgendwer anders noch gesehen hat. Weil sonst würde ich sagen, Ultraschall, Stefan oder ich. Bei mir ist es Ultraschall. Wenn die Flammen nicht lassen, kann er ja auch so, wenn das so weitergeht, mache ich mir einen guten Ruf als planlosesten Crewmate, den es gibt. Was macht? Warum bin ich verdächtig? Wie gesagt, nein, der Kill ist 2 Sekunden alt und das kann nur die Leute sein, die bei euch in der Nähe um Tour sind. Wie gesagt, also ich bin da raus. Bin ich ganz so. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Sagen, Flammi habe ich zum Schluss nicht mehr gesehen. Also Stefan, Ultraschall und Nick sind die einzigen, die ich jetzt noch gesehen habe, kurz vorher. Ja. Nick und ich sind. Also ich bin da unten bei diesem Wasser, wo man diese Räder aufdreht. Davor habe ich noch den Müll entsorgt und das war's. Ja, und vorher warst du noch beim Download Ultraschall. Ach stimmt, da war ja noch was. Ja, da war ich mit dir zusammen, deswegen. Und auf dem Weg von da rüber ins Büro ist mir noch Caro über den Weg gelaufen. Also die kam von rechts auch irgendwo. Von draußen in den Wend gesprungen, von draußen reingelaufen sind. Hast du die oben oder unten gesehen? Um genau zu sein, genau rüber. Ich bin vom... Oh Gott, ich habe die Karte hier wohl so klein im Discord offen. Von Communications direkt rüber Richtung Office. Und da lief mir auf dem... Karte? Ja, im Discord. Und da lief mir Caro entgegen auf diesem Stück. Ja, ich habe erstmal gesagt, gut, dann mache ich meine beiden Office-Tasks, das mit dem Karte durchziehen und das mit dem QR-Code vorhalten. Und dann bin ich zurück zu Communications, wo ich ja den Upload machen wollte, wo ich ja das letzte Mal Cheesecake gefunden hatte. Und dann bin ich nach unten gegangen, draußen in der freien Fläche zwischen dem mit den Rädern und Weapons. Immer nur skippen, weil so richtig. Oh wow, irgendwer weht schon wieder auf mich. Das ist auch ganz wichtig. Man muss voten. Man sieht jetzt, wir haben noch 8 Spieler. Also es waren nur 6 Votes. Wenn jetzt, das Skippen werden nicht gezählt. Bei Unentschieden überlebt eins. Beispiel: 8 Spieler. Und jetzt hätten jetzt die Imposter hätten jetzt 2 Votes auf irgendwie gemacht. Und der Rest votet nicht. Das ist super wichtig, weil dann stirbt einfach die Person, die dann halt die meisten Votes hat. Deswegen muss man halt voten. Wenn man skippt, dann immer skippen, wenn man nicht weiß. Weil wenn man skippt, dann zählt das, dann stimmt man ja quasi für niemanden aus. Was auch gut ist, was wichtig ist. Also es war jetzt,
Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man immer, gerade wenn losgeschrien wird, los, voten, 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 dann skippt man halt kurz. Das ist, weil sonst wird der Vote halt verschenkt. Da oben. Das hat jetzt unnötig lange gedauert. Das ist nämlich auch super, super wichtig, dass man dann votet, was mit denen haben. Sind die fertig mit den Aufgaben? Ich glaube, Cheesecake ist als erstes gestorben. Ne? Weil auch kein. Sag mal, Lena, wo bist du gerade? Ich bin gerade in Spasmian und habe erst dieses Zählen-Dings gehabt. Nein, und jetzt da. Das kann ich bestätigen. Ich bin gerade bei ihr. Ja, das Problem ist nur, Lena kam halt entgegen in Deacon. Ich gehe raus und die Leiche liegt zwischen den Admin-Tult und Lifeline. Wo bitte genau? In dem Durchgang zwischen den Admin-Pult und zur Lifeline, da an der Kreuzung. Wo ist Lifeline? Im Office. Habe ich noch im nicht Office gefunden. Rechts, im Office rechts. Das liegt rechts vom Office. Wenn du unten in Deacon reingehst, müsstest du eigentlich auf die Leiche draufgesteppt sein. Ich habe nichts gesehen oder nichts wahrgenommen. Ich habe da meine Tasks gemacht und... Ja, aber du sagst ja gerade, dass du das dann warst. Also ich weiß nicht. Mir kam keine. Ja, du bist mir entgegengekommen, Deacon. Ja, deswegen frage ich jetzt gerade. Hätte sein können, dass Mosling war. Ich habe da jetzt keine Poster und killt mich. Ich habe nichts. Ich habe niemanden gesehen. Das Problem ist, wir sind zu sechst. Lena kam jetzt gerade von der Leiche. Wenn sie sagt, sie hat den nicht gesehen, er liegt zwischen Admin-Pult und Lifeline. Wenn du runter in Deacon gehst, kommst du daran vorbei. Du hast automatisch den Report-Button. Vielleicht ungünstig, ich dass das ich da hingegangen bin, aber... Ich habe ziemlich Tunnelblick. Ich sehe da Skylar. Ja, was ich bin's nicht. Du musst mich verstehen. Du bist die, die mir vorbeikommt von den Leichen. Das sind sechs Leute, wir müssen warten. Wen können wir ausschließen? Was ist das denn? Also wenn wir jetzt von den Leuten von letztem Kill ausschließen, können wir jetzt Stefan, weil Stefan tot ist. Also sind es noch Ultraschall, Nick und ich. Was ich jetzt gerade auffällig fand, Nick redet sehr, sehr wenig. Caro sagt, was sie getan hat und Nick sagt sofort, ja, kann ich bestätigen. Ja, ich von wo kam Nick denn? Von Lab. Ich bin runtergegangen, da kam Zidane mir entgegen. Sie ist ja hochgelaufen. Lina kam ja auch ein Specimen entgegen. Ja, ich bin runtergegangen, hab dann Caro bei der 1 bis 10 das gesehen. Ja gut, aber... Mehr habe ich nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, aber was steht. Lena gibt ja zu, dass sie da war. Das heißt, das kann ja auch kein Morphling sein, der mir in Dings begegnet ist. Das heißt, es muss ja Lena sein eigentlich. Und dann... Oder Self-Report, Skylar. Ja, das wäre aber dumm, wenn da keiner wäre. Warum soll ich denn Self-Reporten? Ich hätte ja einfach was weggehen weiß können. Ich? Ach, schwierig. Also Selina kam mir bei Lightout, kam sie mir entgegen. Ich war im Lab. Ja, das kann ich bestätigen. Und Nick habe ich noch oben irgendwo gesehen im Lab. Ja. Ich habe da hier diese... Also Nick würde ich jetzt für den Kill eher rausnehmen, weil Skylar vor ihm runtergegangen ist. Also wenn, dann ist es eher Skylar als Nick. Ja, aber also, Nick steht jetzt ja, dass Caro ins Specimen reingekommen ist. Das ist richtig. Aber ich ja, bin ich ja Caro entgegen. Caro kam dann quasi von Admin zu Specimen. Ja. Und du hast jetzt in Deacon da die Ja, ich gehe mit Skylar mit, glaube ich. But why? Ja, ist doch. Natürlich. Ja, GG. Ist gegessen. Es muss nur noch einen Kill machen. Ich gucke, ob ich noch schnell die Aufgabe erledigt kriege. Ja, wahrscheinlich wieder Skylar und Selina. Wahrscheinlich, glaube ich. Haribo stimmt gleich. Haribo sind tot in 3.
2. Achso, Harim. Yes, Skylar! Mann, ey, es gab ja, die zwei Optionen. Entweder ist es Caro oder Skylar. Und ja, ich meine, natürlich ist es dann Skylar, als ob Caro. Caro ist die Leiche, die liegt da seit einer Minute. Ich bin einmal komplett durch Lab unten lang gegangen. Nee, Lena ist wirklich an der Leiche vorbeigegangen. Das war nicht gelogen. Aber ich glaube, ich hätte da echt. Wer dann hätte Caro verteidigt? Weil ich glaube, so dreist wäre Caro. Nein, aber es kann ja gut sein, dass Caro Kill da unten reingeht und dann ich hier halt entgegenkomme. Das kann man ja nicht wissen. Ach, Caro killt nicht. Caro ist ganz. Caro killt auch. Da haben wir auch Beweise von. Ja, das ist richtig. Und Caro hat auch schon die Map offen gehabt. Nicht. Aber also die Kills, ne? Also Haribo, ey. Haribo, schämst du dich eigentlich nicht? Kein bisschen. Können wir jetzt mal mein Imposter-Abo auflösen? Dann guck mit mir noch ganz dreist Lifeline und dann ersticht er mich von hinten. Und ich stehe da, ich guck Lifeline, ich stehe Haribo töten. Ja, irgendwer fehlt noch, ne? Geiler, wie freundlich, dass du mich als böse kennzeichnest. Ja, warte. Bitteschön. Haribo hat mich auch so nach 10 Sekunden, nachdem er das Match gestartet hat, direkt gekillt. Wer fehlt? Ja. Stefan. Oder? Dadurch, dass wir halt beide den heiligen Schein haben, wirkt das wirklich wie einer. Ja. Aber Lena, du hättest wirklich nur, ich glaube, einen Meter nach links steppen müssen, hättest einen Report-Button gehabt. Ich habe so Glück gehabt. Obwohl, da wäre hier auch raus gewesen. Ich kam ja aus Besserman. Der nächste Punkt ist halt, ich laufe auch viel mit offener Karte rum. Ich klappe die eigentlich hauptsächlich wirklich nur für die Tasks dann zu, weil ich halt auch nicht durchblicke, wo da die Eingänge zu den verschiedenen Räumen sind. Und da sehe ich dann gar nichts. Du siehst es gar nicht. Achso, zwei Dinge, ganz wichtig. Bei so Diskussionen, wir haben immer nur so 3 Minuten. Immer ganz wichtig, auf den Punkt zu kommen, wenn man erstmal von meinem Tag erzählt. Das ist dann erstmal. Und voted, das ist super, super wichtig. Jetzt haben, glaube ich, vorhin waren 8 Leute da, 6 Leute voten. Wenn die Votes verschenkt werden, das kommt nur den Impostern zugute. Oder ganz, ganz wichtig, wenn geschrien wird, voted, dann ist die Zeit fast um. Dann votet ruhig und voten. Zur Not skippen. Egal wie. Können wir die Voting-Zeit vielleicht ein bisschen runter machen, weil teilweise diskutieren wir da echt ewig lange, dann kommt ja, aber wir sind ja auch fast 10 ja, Leute. Also Diskussionszeit würde ich nicht runter machen. Wir sind ja 10 Leute manchmal. Ja, genau, also manchmal kommt ja wer gar nicht überhaupt zum Wort. Stefan, ja. Was ist mit dir? Er ist raus. Ich bin raus. Ach so, okay, gut. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann bis zum nächsten Mal, Stefan. Schönen Abend noch. Haribo, ganz kurz. Bis dann. Schönen Abend noch. Ja. Haribo, der Vote, bevor du mich getötet hast, war das ein Safe-Report? Habe ich das gerade noch richtig im Kopf? Bevor ich dich getötet habe? Ich habe nicht Safe-Reported. Ich starte dann mal die Runde. Ne? Ich finde es schön, dass ich doch behalten kann. Skylar hat mich getötet. Was fragt ihr mich in den Runden? Ihr fragt mich, wo bist du? Ja, und fertig. Ihr spricht mich nie wieder an. Ja, ist doch okay. Freu dich doch. So. Ja, ich freue mich. Ich brauche nichts zu sagen. Ja, sehr gerne, Stefan. Freue mich, wenn du dabei bist. Finde ich cool. Immer schön, wenn wir mal was zusammenzocken können. Finde ich das sehr schön. Ich habe ein bisschen auf. Ich komme mir auch nicht einfach am Scheiß vor. Ich hätte ja jetzt fast die Sache mit Recht. Boah, also ich weiß nicht, ob es jetzt direkt eben war oder ob es vielleicht schon kurz nach Reactor war. Weil Haribo nee, halt leider Reactor weiß ist. Nicht. Ich habe da sie noch oben bei Electrical gesehen. Haribo ist zwar tot und männlich, aber okay. Ach so, also, oh.
Haribo liegt nämlich relativ kurz vorm Reaktor und ich habe den durchs Fenster gesehen, als ich meinen Download in Electrical gemacht habe oder Upload oder was auch immer das ist, also der erste Part halt davon. Und habe dann, als ich mit dem fertig war, gesehen, dass Haribo draußen liegt. Kann aber auch sein, dass er schon da lag, als ich damit angefangen habe und ich ihn erst nicht wahrgenommen habe, weil man da jetzt nicht direkt rausguckt so. Deswegen kann es auch sein, dass es jetzt direkt bei Reactor noch war. Und das ist sehr wahrscheinlich, weil was sollte Haribo sonst da hinten machen? Wer war denn auf der linken Seite beim Reactor von euch? Wir waren da zu viert. Da. So, ich bin mit Matti dort erstmal hingegangen, dann war Reactor aber schon gelöst und dann sind wir die meisten zu Electrical. Ja, also ich bin auch gar nicht erst, also ich habe nur noch irgendwann gesehen, der Alarm ging aus und dann sind wir zurückgegangen. Also ich kam auch gar nicht erst überhaupt auf der linken Seite. Also wenn, dann muss es bei Lights auch passieren sein. Nee, das kann nicht sein, weil es war noch hell. Electrical habe ich dann einen Download gemacht. Hätte ich Haribo jetzt nicht mehr gesehen. Ich habe vorher jetzt aber auch keinen gesehen, muss ich sagen. Also ich war ja jetzt, also ich habe zum Beispiel... Matti war da, Haribo war da, wir sind dann alle weggegangen. Wahrscheinlich Matti und Skylar. Einer von euch war... Ultraschall war auch da. Naja, Ultraschall, Matti oder Skylar. Einer von euch. Ja, oder du. Und du hast gesehen, dass durchs Fenster ist. Naja, das kann auch sein. Ja, aber da war ja noch gar kein... Da gerade irgendwo unten bei. Was ich jetzt... Ja, aber man kann jetzt auch nicht ausschließen, dass Haribo vielleicht da war, um zu gucken, ob da eine Leiche lag, gerade durch Reactor. Weil Reactor war ja unten längst früh. Das kann tatsächlich und, auch sein. Und ich war ja auch... Also ich war auch in Electrical kurz drin und ich habe da halt gesehen, dass du da den Download gemacht hast und bin wieder raus. Und ich habe da halt noch nichts gesehen. Also muss es wirklich während meines Downloads passiert sein, meinst du? Würde ich jetzt sagen, weil anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Weil ich habe, wie gesagt, durch Fenster habe ich keinen gesehen. Dann kann ich und da war noch jemand, ich glaube, irgendwer stand aber noch, wir waren da nicht, ich glaube, Flammi, warst du auch links in Electrical? Nein, ich war oder kam ich im war am an ich, Anfang war ich da wegen Download. Er meinte oder nicht Nick, gerade. Oder Nick. Ja, am Anfang war ich in Electrical wegen Download, dann bin ich rüber zu App und hab mich gescannt. Ja, du standst gerade auf dem Scanner und Cheesecake war am Teleskop. Richtig. Ich und bin verwirrt. Lena ist in Storage. Das kann ich noch rein. Ja, siehst du letztlich gesehen? Die tanken Task. Die tanken Task und ich bin nicht fertig geworden. Deswegen, ich bin gar nicht weitergekommen. Also, das heißt, es war Nick war am Anfang in Electrical. Ja, wegen Download. Hast du da oben eine Leiche gesehen jetzt? Jetzt bin ich gerade in der Map. Ich war als du aus Electrical rausgegangen bist. Nee, da habe ich nur gesehen, dass viele. Ich glaube, Ultraschall habe ich noch gesehen, wie er runtergelaufen ist. Wir müssen langsam warten. Ja, dann bin ich einfach rüber zu Lab. Ich muss sagen, ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass einer mit mir einen Double Kill reinhaut, ey, aber. Aber hat hätten wir noch mal richtig Gas geben können, ey. Ich glaube, Ultraschall zu töten ist, glaube ich, nicht so gut. Er ist gerade mit Verdächtigsten.
Die Reihenfolge ist egal, Müni, genau. Also, ich lauf durch die Dunkelheit und mach mein eigenes Leben schön, geh zu Lab und finde eine Leiche. Okay, wo hast du gefunden? In Lab, genau in der Ecke. Irgendwie hat man es geschafft, die Leiche so zu platzieren, dass man sie erst sieht, sobald man den Report-Button sieht, weil man halt sie als eine Wand erkennt. Okay, weil ich habe nämlich gesehen, dass zwei tot sind, Cheesecake und Caro, und bin gerade dabei, wollte über Admin. Ich habe zwei Punkte in Electrical gesehen und wollte jetzt, ich dachte, die liegen halt in Electrical, bin gerade auf dem Weg. Nee, ich habe Light gefixt und dann kam Flammy als Light fertig gefixt, war kam Flammy da raus. Ja, ich wollte auch gerade hin. Also Cheesecake also ist länger tot als Caro, zumindest so viel können wir. Wer ist in der Nähe von Lab? Ich nicht. Ich auch nicht, bin bei O2. Den letzten, den ich da drin gesehen hatte, das war Nick. Ja, weil ich dann noch das Teleskop gemacht habe, dann bin ich runter zu Specimen, eins, diese Kiste und 1, 2, 10. Dann bin ich, also jetzt bin ich gerade in Communication. Also, es könnte gut sein, dass es während Licht aus gewesen ist. Ich war ja Matti, sag mal, nicht, wie so groß ist die Zeitspanne also zwischen Report und Tod? Matti, du warst doch an Vitals, oder? Ich war in Lifelines, also es müsste um glaube ich, kurz vor Licht da rausgegangen sein. Also ich hab's jetzt, ja, müsste eigentlich. Okay, dann liegen circa 30 Sekunden zwischen Tod und Report. Mhm. Aber wenn Nick da als letztes war und jetzt raus ist, könnte das ja gut Nick gewesen sein, theoretisch. Ja. Also, gegen Ende in den Camps habe ich keinen da. Also ich will nicht sagen, dass es Nick ist, aber er war auch beim ersten Kill da ganz schön in der Nähe. Ja, da waren aber auch also Nick ist schon ziemlich sass. Gegenseitig sehr gedeckt. Ja. Problem ist, wir müssten einen voten. Ja, aber ich habe ja auch gesagt bei dem ersten, dass ich das letzte Mal den Caro in Storage gesehen habe. Ne, uns Chaos jetzt holt. Ja, das ist ja total egal. Also, ja. Also ich würde jetzt. Gesagt, da war den Storage gesehen, okay. Aber da, wie gesagt, ich habe Reaktor gefixt, da war Haribo dabei, da war Nick dabei, nicht Nick, da war Ultraschall dabei, da war Matti dabei. Dann gegen Ende habe ich dann halt Lena gesehen. Du warst dann ja in Electrical, Nick war in Electrical. Aber der Punkt ist, ich bin jetzt vom Labor runter, ganz in Süden hier neben Weapons, das diesen Pylon machen. Und dabei ging er nicht. Oh nein, der arme Nick. Okay. Matti und Habe ich gewusst. Oh. Und von Anfang an gesagt und ich krieg Punkte fürs Voten. Aber Fun Fact, Matti tötet Haribo einfach. Ich stehe da. Ich habe mir gedacht, wir machen Doppelkill. Ich töte Haribo. Ich hatte Abklingzeit, weil ich den Reaktor gefixt habe. Aber dann hat man noch nicht Abklingzeit auf doch, Dings, das oder? Das wird pausiert. Doch. Auch wenn du die Türen öffnest. Wenn du die Imposter-Map aufhast, das wird alles pausiert. Ach so, krass. Okay. Deswegen konnte ich auch gerade kein Killen, weil ich. Fani kam da an und ich muss den Reaktor drücken, dann fehlt mir wieder 3 Sekunden. Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Okay, jetzt weißt du das. Und wenn ich mich morphe, wird das auch pausiert. Ach so, voll asozial. Fun Fact, ich habe als Ultraschall auch gekillt. Ich wollte Ultraschall am Leben lassen, er war nett. Ja, ich auch, ich wollte ihn das nicht. Ich habe ihn vorhin in Dingens gesehen, in Oxygen hat mehr. Nein, Quatsch, ich geh jetzt mal, ich lasse ihn leben. Ja, Matti, ich habe dich auch in der Camps aus dem Lab rauslaufen sehen, also. Ach, du hast mich gesehen. Ich freue mich, dass ich den richtigen. Warum wollt ihr mir sowas in die Schuhe schieben? Ich wollte ihn nur am Leben lassen. Ich dachte, ihn jetzt Ich wollte ihn auch am Leben lassen.
Oder so Haribo einfach getötet hast, damit habe ich nicht gerechnet. Und dass man die kurze Frage, wer hat mich getötet? Am Fenster, ne? Ich dachte so, Moment, okay, ich gehe kurze Frage vor dem Cheesecake. Was? War da nicht jeder, hatte jeder nicht gerade eine kurze Frage gehabt? Wer hat mich eigentlich getötet? Weil ich meine, irgendeiner von euch war ja jeweils das Verwandler. Das war ich dann, glaube ich. Skylar müsste es gewesen sein. Je nachdem, ach du weißt ja, ich hab dich gekillt. Ich hab Haribo. Ich dachte, du hättest mich morphen sehen, ich hab mich in Deacon gemorpht. Und dann standst du an der Tür und ich hatte Angst, dass du mich gesehen hast, also hab ich mich die schnell umgebracht und mir weggewendet. Und bin dann Licht fixen gegangen. Okay. Viel Spaß! Prost töten! Happy Kadaver! Aber ich muss sagen, fand ich krass, wie Nick rausgewortet wurde. Deswegen, es gibt mir mal wichtig, Nick hatte jetzt ein Wort eigentlich nur. Nur einer hat sich Double Kill. Ja. Das war schlecht. Ja. Zwei? Die sind gleichzeitig gestorben. Ja, das waren Double Kill. Direkt am Anfang ein Doppelkill? Ja, die sind gleichzeitig gestorben. Ja, ich meine, logisch, weil wenn Licht aus ist, kannst du sowas gut machen. Also ich bin gerade runtergelaufen und habe einfach die ganze Zeit Y gedrückt. Ich war noch im Dropship und habe wohl Nick gefunden. Ich war auch noch im Dropship-Schlüssel drehen, wollte ich gerade. Ja. Ja, Flammi habe ich glaube ich noch zuletzt ja noch gesehen. Gewesen. Ich bin unschuldig. Ich bin als einer der ersten rausgegangen, Sternläufler. Das kann ich auch sagen, das ist ein definitiver Double Kill, war, die sind gleichzeitig gestorben. Also es ist auf alle Fälle niemand mehr im Dropship. Es ist niemand mehr im Dropship. Also niemand im Dropship gestorben, ganz sicher, weil ich bin halt runtergelaufen und die ganze Zeit durchgehend Y gedrückt. Es ist relativ kurz vor Electrical. Wer ist dann Lightfixen gegangen? Ich stehe gerade davor. Ich hab meinen Kindern gute Nacht gesagt. Gute Nacht, Flammis Kinder. Schlaf gut. Ich bin so frei gewesen und einfach zu Lab gegangen. Ich bin auch Richtung Lab gegangen. Ich habe Ultraschall, glaube ich, bei mir gesehen. Jupp. Ja gut, aber wenn es Double Kill war und ihr beide euch gegenseitig rausnehmen könnt, könntet ihr auch... Hast du sie dann gesehen? Ich weiß nicht. Kann sich, glaube ich, niemand rausnehmen. Hast du... Es war Lights Out, aber wir sind direkt aufeinander gelaufen. Okay. So wie ihr aufeinander auf den anderen geportet seid? Nee. Skylar, ey. Ich bin müde, ich gehe nach der Runde schlafen. Also, Matty liegt sehr sicher entweder weiter auf dem Weg zu Electrical oder halt Richtung Lab, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass er sehr viel weiter gekommen ist. Wie gesagt, ich stehe noch im Dropship, ich weiß nicht, ob da noch irgendwer ist. Aber ich war gar nicht mal in der Nähe, um mich auch zu töten. Nee, Flammi halt und ich waren nur... noch Ultra. Achso. Ich glaube, Cheesecake war noch mit mir noch da und ist dann vor mir runter. Ich bin dann halt in Richtung Electrical. Also die Einzigen, die zu zweit sich gegenseitig rausnehmen können, sind Ultraschall und Lena. Und das ist auch ein bisschen verdächtig, wenn die Kills gleichzeitig passiert sind und die sagen, ja, wir können es rausnehmen, wir waren zusammen und sonst keiner sich irgendwie rausnehmen kann. Man sich halt nicht das stimmt, nur die Kills also müssen ja recht zeitnah gewesen sein. Also ich kann mich rausnehmen, ich habe halt mein eigenes Leben gelebt. Ich habe nicht wirklich auf meine Umgebung geachtet. Also es kann sein, dass ich habe jemanden mit irgendwie in die gleiche Richtung laufen sehen, aber ich kann nicht sagen, ob es Lena war oder nicht. Also, wo steht an Elektrik? Cool, also haben wir. Ja, ich wollte gerade den rechten Schalter betätigen. Und dann werde ich angegangen, aber dann kam der Report. Flammi steht noch ein Dropshot und Cheesecake sagt, er ist auch Elektriker. Ja, und dann habe ich nicht gesehen, dass ich melden konnte, habe auf Y die ganze Zeit geklickt. Ich weiß nicht mehr genau, was war. Ja, aber wenn Selina nach dir rausgegangen ist. Nee, dann hast du wahrscheinlich gerade Matty gefunden. Du stehst in Electrical, ne? Ja, also nicht, ich stehe vor Electrical, ich stehe so zwischen Electrical und Storage irgendwo. Das ist Double Kill, also dann liegen die echt so gut wie nebeneinander wahrscheinlich. Da würde dann halt auch Ultraschall und Power halt weiter wieder kurz. Wir haben noch 10 Sekunden.
Wieso krieg ich ein Vote? Ich stehe ja in der Lifeline. Ich bin ja wohl am weitesten von allen. Stehe ich gerade auch nicht. Warum kriegt Cheesecake zwei Votes? Aber was hat die Poster verbünden sich gegen mich? Dagmar 65 hat Dagmar 65 Love Selinohype Selinohype. Anna, danke schön für deinen Sub bereits ein Jahr schon. Dankeschön. Und schön, dass du da bist, Anna. Wie geht's dir? Na, da kommst du genau rechtzeitig, wenn du Lust hast, gleich mit reinzukommen. Miko hat auch schon gesagt, wer möchte vielleicht wahrscheinlich mitspielen. Daher, kommt gerne dazu. Kommt gerne rein. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, das ist heftig. Da war natürlich ein Double Kill. Ich muss sagen, Leute, Skylar und bei Lifelines. Unmöglich. Unmöglich. Skylar hat voll gelogen. Unmöglich, dass sie bei Lifelines ist. Also, das ist nicht möglich. Dass das kein aufgefallen ist, dass keiner sagt, Moment mal. Moment mal. Ist ja nicht was gefallen, oder? So, aber gut. Hab meine Aufgaben gleich fertig. Selinohype. Aber das ist, glaube ich, echt nur mit Damimon, ne? Der kriegt halt echt nicht hin. Ist das richtig drin? So. Schöne Proben mitnehmen hier. Oha. Selbst die Schneemänner spielen hier. Among Us. Und da ist Flamito. Ja. Ich muss sagen, wenn man so oft auch im Poster ist, wie's geiler heute. Was willst du machen? Hallo? Ja. Ultraschall liegt vor Electrical. Mhm. Also nicht. Also in Electrical vor der Electrical-Tür. Die Türen waren beide zu. Mhm. Wo Flammen liegt, weiß ich nicht. Wo seid ihr denn? Ich bin gerade bei. Hinter dir wahrscheinlich. Schließt Asteroiden ab. Hab den Disconnect. Tschüss. Ja, Disconnect. Das war ein Disconnect. Ja, ist in dem Fall nicht schlimm, weil Nick. Also, okay. Ja. Also, Fanny schießt ab. Aber wir müssen voten, ne? Das Cheesecake, wo bist du? Wir müssen sehr dringend voten. Cheesecake? Ich weiß nicht, wie dieser Bereich heißt, aber da direkt unter O2. Also, dieses Bereich dort, ich weiß, da kann man nicht auf das Karte. Quasi. Ja, O2. Ja, ja, aber dann wäre er ja in der Nähe des Kills. Also ich habe keinen Kill gesehen, von wo ich bist bin reingegangen, habe auch noch Ecke. Ich bin da von ganz unten da gekommen, direkt neben Weapons. Ich habe auch geschaut da ganz unten, ob da ein Kill liegt. Bin dann rein, habe da so eine Abfallquest gemacht und bin dann jetzt weiter nach unten. Da bin ich jetzt da als letztes ganz unten in dieser blauen Ecke. Ich habe Flammi zuletzt im Labor gesehen, falls das irgendwas hilft. Ist aber schon ein bisschen her. Lena, wo bist du? Ich bin auch da unten. Ich habe O2 zwei Flaschen Luft gemacht und habe jetzt Wasser für den Wasserspender im Office geholt. Beziehungsweise war noch nicht ganz fertig, als der Report kam. Hast du Cheesecake gesehen unten? Nee, ich habe aber auch bei meinen Tasks wieder mal ziemlich. Cheesecake, hast du Lena gesehen? Ungeübt rumge. Die einzige Person, die ich gesehen habe, war Selina zwischen Communications und Weapons mal. Ich habe auch schon Kannst ein bisschen. Kannst du das bestätigen? Ja. Hast du Cheesecake da gesehen? Also, es ist aber schon länger her. Aber wir waren zusammen bei Communications, haben beide kurz reingeguckt. Ich bin dann zu Weapons rein und Cheesecake ist links weiter. Ja, das Problem ist aber, was ich halt habe, ist, dass die Türen oben zu sind und der oben liegt. Und wenn jetzt Lena und Cheesecake beide sagen, die sind da. Ich bin von unten reingekommen. Ich bin auch von unten reingekommen, aber ich war da auch schon ein bisschen etwas drin und ich brauche doch. Etwas da halt, da unten bei der Task halt. Es könnte auch sein, dass Caro halt
in der Zeit halt an mir vorbeigelaufen ist. Caro hat ja auch gesagt, ich bin dass halt sie auch Karte nicht sonderlich versiert in den Tasks. Das ist ja nicht schlimm. Haribo, wo kommst du denn her? Vor der Elektrikeltür, aber wo kommst du her? Genau, ich komme von unten quasi. Also ich bin aus Office raus und dann haben wir uns halt da bei der Tür betroffen. Ich habe dich gar nicht gesehen. Also, ja, ich habe was Weißes gesehen. Keine Ahnung, die Tür ging auf einmal auf, da bin ich halt rein. Ja, das war ich. Okay. Türen gehen hier also nicht automatisch auf. Müssen. Wir müssen voten. Oh, ja, wir müssen einen rausvoten. Also, ich würde Selina rausvoten. Wer ist am meisten was? Für mich sind zurzeit am meisten das Haribo und Caro. Das Problem ist, dass Caro halt auch bei den ersten Kills da war. Okay, danke. Aber. Ja, tut mir leid, aber ich möchte ehrlich sein. Ja. Sorry, Lena. Dann. Ich will nichts. Kann nie mehr. Ich will nicht mehr. Natürlich war es ein Double-Kill von Sky und Haribo. Ey, ich glaube, Haribo wenigstens richtig. Haribo, du. Ich hab es erst.